Und willkommen zurück zu Ochsen müssen sterben 2. Willkommen zurück. Wie viel Schädel hast du eigentlich? 61. Kranker Scheiß. Weißt du, ich habe jetzt noch 5 Fallen, die ich nicht kaufen will, weil ich sie eh nie benutzen werde. 3 Waffen, bei denen ich genau das gleiche sagen kann. Und 4 Schmuckstücke, die ich ebenfalls nicht brauche. Deswegen habe ich mir jetzt ein neues Outfit gekauft, das seht ihr in diesem Level. Die Korridore. Er ist ein Geldverschwender. Er ist immer ein Geldverschwender. Schau dir an, ich hab eine Glatze. Okay. Rauchgasexplosion nennt es sich. Oh, dieses Level. Du hast dich nicht um mich gekümmert. Der Meister lag verletzt am Boden und du bist einfach abgehauen? Naja, irgendwie schon. Sehr vernünftig. Ich hätte genau dasselbe getan. Ja, ich freue mich auch, dich wiederzusehen, junge Dame. Haltet mir die Orks vom Leib. Ich brauche mehr Zeit. Ja. Ich habe eigentlich schon alles dabei, was ich brauche. Okay. Was soll ich mitnehmen? Alles, was du brauchst. Das ist eine Scheißbeschreibung. Eis brauche ich nicht, ich brauche Feuer. Fledermäuse, es kommen nur Höllen, Fledermäuse und Feuerkreischer. Also nur die beiden, die Feuer benutzen. Ja, ne. Aber ich werde, denke ich, Bogenschützen platzieren, hier außen. Die werden sich dann ein bisschen drum kümmern. Egal, erstmal muss ich mich um meine Seite kümmern. Also nimmst du die hintere, oder wie? Ja, genau, ich mache wieder die hinteren beiden. Werde aber deine Giftsprühe als Unterstützung brauchen, sage ich dir gleich dazu. Aber du kannst ja eh nicht ewig viel bei dir bauen. Was ist mit meiner Decke? Machst du da Verdrescher hin oder mache ich da meine Eisfallen hin für die Flieger? Du machst da Eisfallen hin, ich kann keine Verdrescher mitnehmen. Ich brauche meine Zerstampfer hier. Aber ich werde ganz viele Bogenschützen bauen. Irgendwann jedenfalls. Die helfen dann gegen die Fluggegner. Hoffe ich, denke ich. Sollten sie zumindest. Sehen wir ja dann, ob sie das tun. Ich hoffe wirklich, das Eis macht doch Schaden. Wir wissen es bis heute nicht. Ist doch scheißegal, ob es Schaden macht. Ich stelle da so einen hin und dann bastelt. Da kommen sie! Ja gut, das hilft. Flieger! In der Luft! Oh, sind das viele. Fällt mir nicht. Schau mal, du hast einen helfenden, unterstützenden Bogenschützen. Ich werde später mehr bauen, keine Sorge. Dafür baust du bei mir Giftsprühe. Das ist der Deal. Ach so. Aber Mann, ist das viel los im Himmel, kranker Scheiß. Da reicht ein Bogenschütze natürlich lange nicht. Ja, sie sind oben, ich bin ja schon dabei. Ich hab kein Eis. Oh mein Gott, Mann! Du bist aber nicht tot, also schon in Ordnung. Aber ich hasse das! Neue Tür öffnet sich, jetzt wird's spannend. Sie brechen durch! Oh, Wölfchen, das ist ja noch besser. Gut, dass ich Flamme am Schienen hab. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Die sind schon nah dran! Also, die sind nah dran, okay. Ja, die sind beide gestorben. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was jetzt hier erste Mal passieren wird. Komme ich jetzt wieder zu dir. Meine Frage, ist der Heiltrank da hinten außerhalb? Hoffentlich nicht. Okay, das ist jetzt nicht optimal. Ich finde es witzig, dass du nicht mehr fragst, was? Der Heiltrank, der ist jetzt nicht zum Einsammeln, richtig? Und das ist doof. Und von dem habe ich gar nicht geredet. Ich glaubst du, ich habe den von hier aus überhaupt gesehen? Und der ist sogar einsammelbar an der Stelle, wo er liegt. Gerade so nicht. Ja, wir haben den Spalt, du kannst dich also da heilen.
Ah ja, stimmt, das geht ja auch. Dann mach das, nee, bevor du den tötest. Es geht darum, dass hier jetzt Essen vor mir liegt. Ach so. Warum? Weil du wolltest jetzt nicht essen. Ist. Wer sagt das? Also, keine Ahnung. Hast du Essen überbestellt? Nein, das Essen kommt hin und wieder von selber. Ja, und genau sowas ist doch total dumm. Also ganz im Ernst, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der sowas hat. Ich meine, wo ist denn da der Sinn? Keine Ahnung. Vielleicht will man einfach nicht. Keine Ahnung. Übrigens, die Vögel kommen. So. Wenn sie sowieso kocht oder so, was weiß ich. Ich weiß nicht, wo die Logik dabei ist. Vielleicht ist auch die Logik, dass ich nicht verhungere, aber gut, dann esse ich halt Chips, aber das ist halt nicht gesund. Aber das. Ja, du solltest halt einfach selbst entscheiden, wann du was isst, Mann. Und nicht einfach irgendwann was Gekochtes vorgesetzt zu bekommen, ohne dass du überhaupt weißt, dass gekocht wird. Weißt, die Frage ist, was ich nicht check, ist diese Annahme, dass du immer Zeit dafür hättest, weißt? Was, wenn du gerade jetzt. Bist du gerade gestorben? Ja, der über mir hat mich anscheinend umgebracht. Ja, du darfst den Himmel halt nicht ignorieren. Ja, ich dachte, du schießt drauf. Ja, habe ich ja gerade. Ich habe jeden einzelnen getötet in der zweiten Hälfte. Und du stehst ja da vorne. Mich wundert ja, dass sie dich nicht schon früher gekillt haben. Ist ja auch egal dann. Brechen wir jetzt hier komplett ab. Du schmeißt den Part weg.